Im verhangenen Wald ist das meiste sehr stark. Soll ja jetzt eine Herausforderung sein. Ach so. Das ist schon eine Herausforderung. Oh, okay. Ja gut, die haben ein hohes Level, ne? 15 und 18 haben wir gesehen. Warum hast du Pistole, Olum? Da bist du ja. Priya hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Navi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Billy. Er ließ sein Leben für mich. Billy Boy. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Die Erde ist ein bisschen weiter weg, Digga. Aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Pandora. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch Navi an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. Versteck des Widerstands. So schön, dich zu sehen. Ich kann dich nicht auch noch verlieren. Du lebst Nein, noch. Ich bleib bei dir. Wie geht es dir? Ganz ehrlich, nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Sotlek sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Alma kann man ihnen nicht trauen. Sotlek aus Salt Lake City. Ich hätte fragen sollen, aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Vielleicht. Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit. Aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Am Anfang waren wir ja 8 Jahre alt Bis und haben wir 8 Jahre geschlafen. Also wir sind 16. Okay. Und die machen einen Erwachsenen-Eindruck. Die haben uns ja da auch rausgeholt aus der Base. Ich denke auch, dass wir so die Teenager sind. Mehr Medizin. Schau mal, ob du etwas findest. Und das so die... Ja, die ältere Generation. Oh, du bist in Sicherheit. Aber wir müssen reden. Was denn? Hey, wir haben... Alma, ist sie... Was los? Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Wird sie es schaffen? Alles sie gut muss, bis jetzt. Perfekt. Aber ich bin keine Expertin so muss das sein. Physiologie. Hajir wüsste, was so zu muss tun das sein. Ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Oh nein. Hajir auch? Oh. Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Explosion? Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht. Es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Helan war schuld, ne? Der war das vorhin am Funkgerät, ne? Und ich kann nicht helfen. Soll ich nachsehen? Wie viel von der Story hast du durch? Oh, ja, also ich bin in der letzten Ebene. Also ich weiß glaube, nicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Lupa weiß das. Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ja, ich ne? Muss war Helan. Ich muss mich um Alma kümmern. Sorry. Brauchst du irgendwas? Ich habe hier gerade gut zu tun. Ich brauche arbeitest alles. Du? Das wird eine Gedenkstätte. Für die, die wir verloren haben. Ich muss mich ablenken. Irgendetwas tun, erschaffen. In meiner Traurigkeit. An einem dunkleren Idee. Ton, okay. Kann ich helfen? Es gibt gutes Holz in dieser Region. Sollek fand es. Daraus mache ich Regale für Fotos und Andenken. Sollek meinte, es gibt einen Nektar, mit dem man kleine Laternen machen kann. Kannst du mir den Nektar bringen? Natürlich. Sotlek hat den verhangenen Wald bereits erkundet. Ja, er meinte, man findet ihn in Ameisennestern. Hoffentlich findest du welchen. Ah, hätte ich das gewusst. Ich muss jetzt weitermachen.
Was kann Rihanna? Ich für dich tun? Das wollte ich dich fragen. Ich weiß, du wirst nicht fragen. Also biete ich dir meine Hilfe an, Rinella. Oh. Jede Hilfe ist willkommen. Priya hat Probleme in der Kommandozentrale. Ihr fehlen viele Teile. Ein weiteres Paar Hände kann bestimmt nicht schaden. Dann geht es schneller. Zurück? Mit ein paar guten Ideen, wie man den Holotisch stabilisiert? Das Ding hasst mich. Mit Holotischen kenne ich mich leider nicht aus. Da sind wir schon zwei. Sorry, dass ich gereizt bin. Alles ein bisschen viel gerade. Ich weiß. Deswegen habe ich am Samstag nach Quests im Hauptquartier gefragt. Ich denke, ich habe ihn jetzt richtig kalibriert. Ja, okay. Könntest du bitte den Stromkreis da drüben wieder herstellen? Ich überwache das Ganze von hier aus. Das ist schon sehr gut, dass du da bist, tatsächlich. Du bist mir eine große Hilfe. Geschafft! Oh, gut. Er war da vorne schon an. Oh, kaputt. Oh nein, nein. Würden wir zurückgehen, würden wir noch Trümmer vorfinden. Ah, okay. Es gab wohl einen Stromstoß durch die Sieht schon noch cool aus. Was soll ich tun? Okay, schnell. Hack die zwei Hilfsrelais, damit ich dann den Strom direkt umleiten kann. Nimm Sid für das Erste, jetzt. Hier. Da. Oh Gott, Alter. Nein. Ey. Du sollst da runtergehen, Mann. So. Nein, ist auch falsch. Jetzt aber. Schnell, schnell, schnell. Boah. Erledigt. Aber damit habe ich es wohl schlimmer gemacht. Nein, nein, nein. Haben wir den Holotisch zerstört? Ich schiebe Panik. Wir könnten uns in den zweiten hacken. Oder geht dann einfach alles Wenn ich richtig gezählt habe, muss ich noch 6 Quests machen. Oh, cool. Mach ich. Okay. Oh, schnell. Da lang. Tudum. Gerettet. Und? Denke ich. Und? Tudum. Oh, beautiful. Oh, ist da eine Caldera in der Mitte? Könnte man meinen, ne? Du hast es geschafft. Der Holotisch, er funktioniert. Super. Eine Sache abgehakt. Oh nein. Ist was kaputt? Ja, der Stromstoß hat... Ja, er hat die Kommunikation lahmgelegt. Glaube ich zumindest. Ich schau mir das an. Du musst Basen zerstören, die nicht zur Mission gehören. Danke. Es war knapp. Mach mal bei Gelegenheit. Wollte nur sehen, wie es dir geht. Warum fragt mich das jeder? Gibt es sonst noch irgendwas? Alma hat Rinella gesagt, dass den Kametire nicht zu trauen ist. Weißt du etwas über sie? Das stimmt nicht. Kametire sind scheu, aber gute Heiler. Hoch angesehen unter den Na'vi. Wirklich? Würden sie beim Heilen der Verletzten helfen? Vielleicht. Mein Vater holte oft Heilmittel von ihnen. Dann muss ich sie suchen. Ihre Höhlen sind versteckt. Aber wir trafen immer einen Kräuterkundler im Kametire-Lager. Nicht weit von hier. Weißt du noch, wie man dorthin kommt? Ein Fluss verlief im Schatten der schwebenden Berge. Der Weg war mir immer zu anstrengend. Aber mein Vater lockte mich mit Geschichten über den Sanften. Eine seltene Kreatur aus diesen Teilen. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Das sollte reichen. Ich melde mich per Funk, wenn ich da bin. Das nennt man auch PTBS. Ich hasse die Dinger. Aber gut. Ich muss mich mit Awa verbinden und von den Ikran-Reitern der Kametire lernen. Mir fehlt meine Partnerin.
Solek hat mir einen verlassenen Ort in der Nähe gezeigt. Ich sollte mich mit Ewa verbinden, aber... Dem Sanften können wir auch begegnen. Es war merkwürdig. Okay. Ich wollte Ewa nicht mit meiner Menschlichkeit und Schlechtem verderben. Vielleicht fühlt es sich irgendwann richtig an. Ja, vielleicht. Verlasse diesen Weg und folge dem Pfad nach links. Pass da draußen auf dich auf. Ja, aber... Ist das das Kommunikationsrelais da hinten? Ja. Da. Müssen wir erstmal das machen. Das war es nicht. Okay, bin beim Array. Okay, wir schaffen das. Alles wird gut. Verwende dein Set, um dich ins Steuerzentrum zu hacken. Dann kann ich es vielleicht von hier aus neu starten. Oh. Gut. Ja, wir haben es geschafft. Alles wieder online. Oh, wow. Das war knapp. Super. Kann ich noch was tun? Für mich nicht. Aber Alex braucht Hilfe bei den Pflanzen. Nachdem ich fast einen Holotisch zerstört habe, lasse ich lieber die Finger davon. Vielleicht kannst du helfen. Wir brauchen gerade alle Hilfe. Priya sagte, du brauchst meine Hilfe. Oh ja. Hilf mir aus diesem Bett raus. Lenk bitte Nalin ab, dann kann ich endlich raus. Nein, nicht damit. Ich meinte mit deinen Pflanzen. Und du hörst auf Nalin und ruhst dich bitte aus. Ich fühle mich nutzlos. Ich konnte niemandem mehr helfen. Ich muss jetzt etwas tun. Für Essen sorgen, sofort etwas anpflanzen. Vielen geht es so viel schlechter als mir. Wenn du dich jetzt nicht ausruhst, wird es vielleicht schlimmer. Und Nalin steht noch mehr unter Druck. Sag mir, was soll ich tun? Okay. Zuerst musst du die Kabel der Lampen reparieren. Okay, alles klar. In der Höhle sind sie besonders wichtig. Dachte ich mir doch schon, dass wir da früher oder später dran müssen. Erledigt. Alex weiß, wie es weitergeht. Ja, hier ist noch eins. Die Lampen sind repariert. Beeindruckend. Ich würde gerne helfen. Lass mich das machen. Was jetzt? Oh, jetzt die Samen. Pflanz sie in das Nährmedium. Aber nicht zu tief. Und dann schalt die Sprinkler an. Vergiss den Part besser nicht. Okay. Mach ich. Wenn ich weiß, wo. Bau die Pflanzen im Gewächshaus des Verstecks des Widerstands wieder an. Finde die Samen zum Anpflanzen. Ah. Welche? Was für... Ah, hier sind... Dingens. Was für Samen? Die liegen rum... Hier drin im in dem Laden. Dann gehen wir mal systematisch abklappern. Ah, hier. Da haben wir einen. Na, ja. Versteckt sich vor der Arbeit? Ja. Ihr Menschen seid doch alle gleich. So.
Ja, Pflanzensamen. So viel. Achso. Fertig. Jetzt das Wasser. Okay. Ha. Loi. Ach Gott. Danke für den Lurk, Maverick. Starten. Funktioniert. Mal sehen, ob Alex noch was braucht. Das Gewächshaus ist wieder bereit. Großartig. Ich kann mich endlich mal wieder nützlich machen. Wirst du. Alle erholen sich noch. Stimmt. Der arme Jin Yang lenkt sich mit dem Schaffen einer Gedenkstätte ab. Er ist total verloren ohne Dani. Wir sind alle irgendwie verloren. Ruh dich aus. Dani Boy. Ich lege mich schlafen. Nur ganz kurz. Ich habe Priya und Alex geholfen. Ach, sehr gut. Es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen. Bald wachsen hier wieder Pflanzen. Und Priya meckert nicht mehr über die Technik. Vorerst. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, haben wir einen kleinen Schritt geschafft. Die hohle Höhle. Hier ist niemand. Ich glaube, da war schon lange Zeit niemand mehr. Glaubst du, sie sind weg? Die Kametere? Das kann nicht sein. Nicht sie auch. Sie müssen dort sein. Irgendwo. Was ist passiert, dass sie gegangen sind? Ich würde warten, wenn ich könnte, aber die anderen brauchen Hilfe. Zu Fuß finde ich es nicht. Ich brauche meinen Ikran. Ah ja. Verbinden wir uns mal per Glasfaser. Ja, es sieht schon ganz anders aus hier, ne? Nor? Bist du da? Ja. Sieht verlassen aus, aber ein Lagerfeuer brennt noch. Seltsam. Dann benutzt es wohl noch jemand. Sieh dich um. Das ist gerade unsere beste Chance. Hier muss es sein. Nach Zeichen der Kamettiere. Okay. Was haben wir denn hier für ein Zeichen? Da du dann in der Nähe vom Sumpf sein wirst, kannst du dort auch nach Bast in goldener Qualität Ausschau halten. Da ist etwas okay. Im Nebel. Ich frage mich, ob... Ein Kamedere war hier. Ein Heiler, der etwas am Feuer gemacht hat. Nicht lang her. Er hätte das Feuer doch aber bestimmt ausgemacht. Aus Sicherheitsgründen. Ich frage mich, ob... Die Teile... passen zusammen. Eine Wildscheuche. Das Gewicht des Wassers dreht den Arm. Beim Fallen macht er ein Geräusch. Ein Kamedere-Heiler war vor kurzem hier. Ich könnte die Wildscheuche reparieren. Das Geräusch lässt ihn vielleicht zurückkommen und er hilft mir. Okay. Was auch immer das sein mag. Wir werden es bestimmt herauskriegen. Nun denn, das lief exakt, wie ich es vorhergesehen habe. Faszinierend. Oh. Tanaloa. Ah. Verdammt. So, bei dir ist es mir egal.
Ich habe noch nicht gescannt. Schnell scannen. Jetzt habe ich ihn. Ja, den habe ich natürlich kaputt gemacht. So. Wo bist du hin? Wo hast du dich versteckt? Ja. Bist du verletzt? Nein. Du kämpfst wie ein Sesua. Naja. Also, zumindest glaube ich, dass sie so kämpfen. Hast du schon mal einen gesehen? Hab ich. Faszinierend. Warte. Du bist Zarentu? Oder hat der Yahweh mich erwischt? Das bin ich. Aber was ist der Yahweh? Ein Nebel, der deine Kehle verbrennt. Bei und getrennten dein Hirn kann man sowieso weder Haut ich noch Fleisch nutzen. Ich bin eingetaucht, um ihn zu studieren. Jo. Verlief mich und bin den Schreien gefolgt, um zu flüchten. Yahweh. Habe ich schon mal gesehen. Yahweh. Wie entsteht er? Keiner weiß es. Er entstand nach dem Verschwinden der Sarentu. Manche denken, Ewa versucht, die Kametire zu strafen. Unsinn. Du bist Kametire? Ich brauche die Hilfe eures Heilers. Unsere Zahik Anufi? Oh nein, sie empfängt niemanden. Würde sie mich empfangen? Meine Freunde sind krank, bitte. Mokassar verbietet Besucher. Aber sie sind Sarentu. Ist das gut oder schlecht? Sie haben mich zweimal gerettet. Gut, ich werde euch helfen. Aber niemand darf es wissen. Wie finde ich das Zentrum? Gut. Segle mit deiner Partnerin in der Mitte über den See und weiter, bis du den Fels siehst, den wir Ikran-Kopf nennen. Flache Spitze, Nase gen Horizont. Danke. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Okul. Aber denk dran, falls jemand fragt, ich habe dich nicht zu den Höhlen geschickt. Okul, der Schamane. Ich mag Okul, der ist ein bisschen schräg. Ja, das ist er. Das ist er. Eine Höhle. Okay, das hat wehgetan. Dafür hat mein Schiff Freitag endlich die Drohne auf die... Ja, geil, Alter. Geil. Hehehe. Bin ich mal gespannt auf die ersten Ergebnisse von dem Ding. Sehr cool. Was ich mir überlegt habe, Toffel. Wir könnten, wenn du Bock hast, mal A Way Out zocken. Ich suche eure Zahik. Ich habe das zwar schon mal gezockt mit jemandem. Haben uns angegriffen und verletzt. Genau vor einem wir Jahr. Brauchen die Hilfe der hab's Heiler, aber nicht aufgenommen. Nicht gestreamt, gar nichts. Das könnte man machen, das ist ziemlich geil. Auch nicht unsere Zahik. Wenn es danach geht, dürfte ich den Beruf gar nicht machen. Hab hier diverse Verbote in der Reha bekommen gehabt. Darunter Schichtarbeit und Montage. Oh, Montage auch, ja. Ja, Schichtarbeit wurde mir auch untersagt. Das ist vorbei. Und da bin ich froh drum. Wieso, Lügner? Das da bin ich froh drum. Genug! Du entweist unsere Erinnerung an die Sarentu. Wie auch immer, sie lebt abgeschieden. Ja, aber gut, hör einfach auf deinen Kopf, ne? Weil solange es gut geht, mach's. Wenn du aber merkst, dass sich was verändert, dann einfach einen Schritt zurücktreten. Ich habe das jetzt endlich auch hingekriegt auf der Arbeit. Ne, ich mische mich nicht in alles ein, weil ich ja der Erfahrene bin, der sich mit allem auskennt. Nö, ich mach mein Ding, fertig. Wenn ich fit genug bin, kann ich so ein paar Brocken hinwerfen, damit die Leute auf Ideen kommen. Aber ich reiß das nicht mehr an mich, um mich da irgendwie zu profilieren oder was. Das ist rum. Die Höhle. Hallo. Willkommen zurück. Sieh an, ein Sarentu. Das hätte ich nie gedacht. Kommst einfach ins Herz der Kametire hereinspaziert, als ob nichts wäre. Das wusste ich nicht. Dass alle uns die Schuld am Tod der Sarentu geben? War es nicht die RDA? Ihr braucht euch nicht verstecken.
Tun wir nicht. Die Clans haben uns verstoßen. Und nun, Mokassa leitet uns. Anufi, unsere Zahi, ist in sich selbst versunken. Anufi, wo finde ich sie? Niemand bekommt Anufi je zu Gesicht. Mokassa verbietet es. Sie kämpft schon lange nicht mehr für uns. Ich will nur mit ihr reden. Vielleicht lockt ein Sarentu sie wieder zurück. Sie lebt jenseits der großen Wasserfälle hinter dem Zentrum. Sag ihr, Satne schickt dich.